Oh ja, ja. Früher wurde das Ding sogar als echter Radiosender genutzt. Also bin gehockt. Definitiv. Ich denke das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Ja. Irgendwie schon komisch, dass die Kids früher Radio bringen durften. Ich meine, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand von Technologie abgelenkt wird. Technologie, sie gibt nicht nur, sie nimmt auch. Ja, aber sie gibt. Und ist das etwas, das du später mal machen willst? Camp Radio? Ich meine, DJ oder Musik. Ja, ich meine, ich mag Musik, aber ich dachte an ein Studium der, Quantenphysik. Quantenphysik. Warte, viel Spaß. Was? Ja. Du wirkst nicht gerade wie ein Wissenschaftler. Schon klar, ich meine, also, nicht hier. Hallo? Bin jetzt gerade irgendwie gegen's Nichts gelaufen? Tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Nicht hier im Camp. Ich mache das zu Hause und hier bin ich... Bist du Klugscheißer-Klassenclown? so würde ich's nicht sagen, aber... Was? Okay, gut, vielleicht... Bin ich mal in eine peinliche Gesprächssituation hineingeraten und hab sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen mochten den blasierten Dylan. Und du? Magst du den blasierten Dylan? Naja, wen interessiert's, Mann? Ist ja ganz cool. ich mag Dylan. Nun, schön, dass du hier bist, Dylan. Ich bin Ryan. Naja, eigentlich bin ich... Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Ja, den mag ich. Das ergibt wirklich Sinn. Was sind denn das für Dialoge? Ich meine, gut, wie gesagt, ich stelle mich auch nicht klüger an beim Flirten oder so, aber ich meine, zwischen den beiden ist ja was, ne? Sind wir uns ja einig. Aber... Jetzt mal ganz im Ernst, was sind denn das für Dialoge? Was? Shooting Stars. Caitlin? Ah, okay. Caitlin war die Beste. Jaden? Chesney? Was? Sharpay? Diesel? Ryan? Brooklyn? Jay? Idris? Okay, also die Caitlin war halt... Deswegen ist es wahrscheinlich auch gut, dass man ihr die Knarre gibt. Sie war halt die beste Schützin hier. Ist das eine Falle? Das ist eine Bärenfalle. Wow. Diese Bärenfalle war den Sommer über nicht im Einsatz. Wenigstens kann sie jetzt niemanden mehr verletzen. Leider auch unsere Gegner nicht. Was macht das in einem Sommercamp für Kids? Weiß nicht, echt nicht, Mann. Das. Im Sommer war das noch nicht hier. Ich meine, falls doch, dann hätten wir es doch bemerkt, oder? Tja, das Ding könnte was Großes fangen. Jetzt nicht mehr. Ich fürchte, das ist das Problem, ne? Dass es jetzt nichts mehr fangen kann. Hätte ich jetzt die Wahl gekriegt, hätte mich das Spiel gelassen, hätte ich gesagt, ne, Leute, wir behalten das mal. Okay, da vorne liegt, glaube ich, was, oder? Ist da was Helles oder ist das nur eine Textur? Ich weiß halt noch, wo das Haus ist. Hier haben wir mit Abby gestartet. Abigail.
Aber das ist gut, dass ich dieses Mal weiß, wo wir hin müssen, weil das heißt nämlich, ich kann es aktiv vermeiden auf der Suche nach Hinweisen. Ich weiß halt aber nicht, ich denke gerade die ganze Zeit drüber nach, diese Vision ist halt jetzt 1:1 eingetreten, ne? Gerade mit Nick. Eventuell... Also die Frage ist, was hat uns das gebracht? Und wir wissen, das war halt schon echt krank von ihm, ne? Er hat diesen riesen Typen einfach so mit einem Arm hochgehoben. Und hat dann gesagt, sie ist mein. Oh Mann. Da, und das, und dann dabei hatte er so schwarze Augen. Eventuell. Was zum Teufel mache ich denn? Eventuell. Was auch immer das ist, was wir hier haben. Ob das jetzt Vampire, Werwölfe, Wendigos, Dämonen oder was weiß ich was sind. Eventuell wird das getriggert durch Wut. Der Jäger hatte Abby. Nick hat darauf reagiert. Oh, hier haben wir der Teufel. Sehr gut. Moment, ich guck das mal kurz an. Ah, wir haben hier eine verpasst. Na gut, wer weiß, wo die gewesen wäre. Völlig zügellos, wie ein Schatten, der dem Körper entrissen wurde. Pass gut auf und handle, bevor der Dämon frei ist. Jeder von uns hat einen, selbst jene, die reinen Herzens sind und ihre Nachtgebete sprechen. Wohl wahr, wohl wahr. Okay, damit habe ich, was ich wollte. Jetzt können wir hier auch drauf zugehen. Vielleicht müssen wir verhindern, dass Nick wütend wird, weil ansonsten aus ihm auch so ein Vieh wird. Entweder das oder wir müssen uns ganz gezielt von Nick fernhalten. Beziehungsweise Nick schnellstens loswerden. Wisst ihr? Okay. 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 Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ich die Tarotkarte habe und einen Beweis werde ich nicht finden. Ich glaube halt wirklich, die Beweise hängen mit den Entscheidungen zusammen. Ich habe mich entschieden, Abby nicht zu helfen. Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Okay, das Teil lief schon kaum noch, als ich noch als Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten, wie es jetzt ist. Also, tut mir leid, wenn es dir hier nicht gefällt. Aber ich habe eine Menge Liebe hier reingesteckt. Okay, okay. Vielleicht versuche ich das nächste Mal bewusst eine riskante Entscheidung zu treffen. Brauchen wir irgendwas hiervon? Die Werkzeuge? Nein. Das Mr. H brauchte... mehr Lagerraum. Deshalb darf ich den Sender hier weiter betreiben. Kapiert. Wie weit reicht das Signal? Oh, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Eine Meile. Woher kennst du dich damit aus? Das wird keine Hilfe sein. Woher kennst du dich damit aus? Woher kennst du dich mit all dem aus? Hab's irgendwie aufgeschnappt. Der Technikrahmen war irgendwie schon immer ein kleines bisschen zu hoch für mich. Nun, ich kann's dir beibringen, wenn du magst. Wie ein Kurs? Ja, es ist leicht. Wie Klettern. Bin dabei, Prof. Also gut, wir müssen die Leistung irgendwie verstärken. Und zwar mit dem Teil hier. Ein Staubfänger.
Es ist ein Signalverstärker. Er sieht mitgenommen aus, aber ein Versuch ist es wert. Dann können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Es muss wie ein Notfall klingen. Okay. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Wir brauchen Hilfe. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind, überall. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut. Und ein paar von uns sind verletzt. Und, wir brauchen dringend Hilfe. Also bitte, hier sind, fiese Bären. Und, wir wissen nicht weiter. Ihr müsst uns helfen. SOS. Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Und, war ich gut? Sag schon. Bärenschwarm? Ja. Ich schwärm bloß. Ja, ich bin halt Profi. Was? Oh mein Gott. Ich gebe dir 2 von 10 Punkten. Den Empfänger anstöpseln. 2, weil es ein bisschen lustig war. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, ja klar. Ja, nur. Was hat er? Hat er gesagt Lodge? Weiß nicht, Moment. 2 sind im Radioschuppen bei den Hütten. Und der Rest von ihnen ist verschollen. Das sind unsere Jäger, ne? Die haben uns gemeint. Oh, scheiße, die haben uns gemeint. Fuck, fuck, fuck. Was für eine Scheiße, Mann. Wie? Wir haben's verraten! Im verdammten Radio! Fuck! Die wissen, wo wir sind, Mann. Wir müssen hier weg. Scheiße, fuck. Hey, nicht durchdrehen, okay? Ich glaube halt immer noch nicht, dass diese Jäger böse sind. Ich glaube, die sind eher genervt von uns. Okay. Oh, morgen, wieder rein. Frage, fick dich. Ich war nicht sicher. Ich war nicht sicher, Mann. Fuck, was war das, verdammt? Alter, wenn die andere Antwort fick dich ist, was zum Teufel geht mit deren Dialogen? Ich würde gerne am liebsten das Ganze nochmal spielen und dann wirklich immer die dümmsten Dialogantworten auswählen, wo die ganze Zeit nur, warum hast du dich gehauen? Fick dich! Brian? Uh-oh. Der kommt gleich durch die Decke gebrochen. Oder durchs Fenster. Nein, das ist kein Bär. Eigentlich muss man das nicht definieren, weißt du? Im Radio hätten sie einfach sagen können, hier sind wilde Tiere. Wir haben einen Angriff wilder Tiere. Nimm dir mal einen Schraubenzieher oder irgendwas, womit du dich verteidigen kannst. Das wäre jetzt gleich. Oh, du Scheiße. Oh, Scheiße. Sie sind auf dem Weg. Wir müssen sie warnen. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay, ja. Ja, sag, sie sollen sich verstecken. Fuck, nein. Scheiße.
Drück die Taste. Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude, kommt nicht hier rauf. Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens. Geht in eine Hütte, los, schnell! Sehr gut, das war gut. Sie sind weg. Weg aktualisiert. Sekunde, sorry, ich will das immer überprüfen. Runter an den Kaninchenbau, deinen Weg ansehen. Caitlin, Abby und Nick gelang es, sich in der Hütte zu verstecken, ohne dass die Kreatur sie bemerkte. Die Frage wäre halt jetzt, wie das zusammenhängt. Also wenn ich hier durch bin, werde ich mir auf jeden Fall irgendwo mal eine Compilation angucken. Oder was heißt Compilation? Einfach so ein Guide, wo du so die verzweigten Wege hast, was hier wozu führt. Weil ich wüsste jetzt nicht genau, was da anders gelaufen wäre. Also was wir hätten anders machen können, wir hätten uns verstecken können. Es wäre vielleicht anders gelaufen, wenn wir die Knarre behalten hätten. Dann hätten die vielleicht losgeballert hier. Wir töten es. Wir töten es. Das ist kein normales Tier, Mann. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hast du eine bessere Idee? Ach, Scheiße. Hast du eine bessere Idee? Wenn es ein Gehör hat, wie ein Hund oder so. Ich meine, ich könnte eine hochfrequente Rückkopplung erzeugen und dann voll aufdrehen. Ich meine, das wird richtig schmerzhaft, aber... Okay, gut, tun wir es. Rückkopplung. Okay. Okay, komm, Alan. Du schaffst das. Hallo. Hab's gleich. Immer schön ruhig bleiben. Hey, dreh jetzt nicht durch. Du schaffst das schon. Okay, ja. Gut. Irgendetwas. Man weiß halt auch nicht, ob die Dialogoptionen selber quasi schon Entscheidungen sind, ne? Wenn du was anderes sagst, dass du dann was anderes hervorrufst. Also es muss ja nicht nur wirklich eine Entscheidung sein, wenn das Spiel dir definitiv so sagt, ey, hier, jetzt kannst du links oder rechts gehen. Und die Beziehung der Charaktere verändert sich ja auch, vielleicht, ich weiß es nicht. Mach schon, los, Beeilung. Okay. Vielleicht können die sich ja auch zerstreiten zum Beispiel und dann stürmt einer aus der Hütte. Mann, ich will sowas wissen. Wow, what the fuck? Was zur Hölle war das denn jetzt? Entschuldigung, was zur Hölle war das denn jetzt? Wo hat er jetzt... Dylan wurde bei dem Versuch, die Rückkopplung zu erzeugen, von der Kreatur gebissen. Der Biss hat was. Der Biss macht was. Okay, also... Es ist der Biss. Es ist zombie-mäßig. Und ich glaube, dass das deswegen passiert ist, weil wir ihm die Knarre nicht gelassen haben. Und sie hat die Knarre... Okay, dafür hat jetzt der Jäger die Knarre. Ach, ich weiß es auch nicht. Mann! Das ist garantiert die Auswirkung, weil wir die Knarre abgegeben haben. Oh Gott. Halt einfach durch. Fuck. Okay. Halt einfach durch. Alter, wie schnell sich das ausbreitet. Das ist doch jetzt schon... Oh Gott, da ist eine Kettensäge. Ich habe die Kettensäge gerade gesehen. Kettensäge. Muss das sein? Oh Gott, ja, yeah, now we're talking. Jetzt geht's los. Errungenschaft freigeschaltet, nur eine Fleischwunde. Das Ding hol es. Mach ich. Steck es in das Dingsbums.
fest draufdrücken. Also der schreit erstaunlich wenig dafür, dass wir ihm gerade ohne Betäubung die Hand amputiert haben. Was muss ich tun? Die Tasse. Lautsprecher im Arsch. Hat gereicht. Gut gemacht, Dylan. Der ist im Delirium, oder? Adrenalinkick. Adrenalinkick gerade, glaube ich. Das wird richtig heftig werden, wenn das aufhört zu wirken. Ja, deine Hand! Ach, warte kurz. Warum hast du das getan? Weil du es getan. Ganz schlechte Idee. Vor allen Dingen an dem Arm war doch noch was, oder? Ist es sicher? Keine Ahnung, woher soll ich das denn wissen? Das Ding ist weg, aber wir haben Jäger über Funk gehört. Was? Ihr Funksignal war zu hören. Die wissen, dass wir hier sind. Fuck, ist der Notruf raus? Wer weiß, ob ihn wer gehört hat. Klasse. Was zur Hölle war da oben? Oh mein Gott! Dylan, was ist los? Ach, mir geht's gut. Oder auch nicht. Ich wollte in den Piraten cosplayen und hab das Ganze ein bisschen zu ernst genommen. Puh, heilige Scheiße. Hat das Ding das getan? Nein. Nun, so ähnlich. Caitlin, wo ist... Ihr wisst übrigens, warum ich die Kettensäge genommen hab, ne? Wir haben Besuch von einem dieser Jäger. Jetzt haben wir nämlich noch einen Schuss in der Schrotflinte. Ich glaube, die wäre sonst vielleicht leer gewesen. Wer ist das denn? Wer ist da? Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? Ja, wahrscheinlich. Dylan, was ist das? Oh mein Gott! Da war gerade noch eine Frau mit einer Augenklappe. Jetzt ist die reingesprungen und jetzt kommt hier eine... Was? Da war eine Frau mit einer Augenklappe. Die ist jetzt über den Zaun geklettert. Dann ist sie in den Pool gesprungen, hat sich dort komplett ausgezogen und treibt jetzt als halbnackte Leiche da hoch. Und dann Hauptsache noch ein bisschen Indie-Musik hinterher, klar. Bisschen chillige Musik, bisschen chillige Stimmung kreieren. Okay. Das war das verwirrendste Kapitel bisher. Was war das denn? Gibt wohl wieder Würmer auf der Welt. Lass uns doch mal sehen. Der Teufel. Völlig zügellos, wie ein Schatten, der dem Körper entrissen wurde. Pass gut auf und handle, bevor der Dämon frei ist. Jeder hat einen. Selbst jene, die reinen Herzens sind und ihre Nachtgebete sprechen. Eventuell eine Anspielung auf Nick. Wenn ich darf, zeige ich dir mehr. Wäre das in Ordnung? Wäre das in Ordnung? Ja, wäre in Ordnung, komm. Oh, Nick. Reißt Abby den Kopf ab. Nick wird zu so einem Vieh und reißt Abby den Kopf ab. In die Zukunft. Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse. Vergiss das lieber nicht. Abby?
Also dann bis Nick. Zum nächsten Mal. Ich bleib hier. Ich warte auf dich. Alles klar, ciao! Okay, Abby, Nick, ich fürchte, das wird aus uns beiden nichts. Ich werde die Beziehung leider vorzeitig beenden müssen. Endgültig. Emma! Fuck! Mann, ich könnte echt kotzen. Emma, bist du das? Fuck. Okay. Jetzt sind wir da, ist das wieder dieses Waldstück? Er hat halt jetzt, ne, dieses Zeug im Gesicht. Vielleicht wird sich das jetzt auszahlen. Oh Gott, wir werden es sehen. Da will man echt nicht fallen. Nein, wahrscheinlich nicht. Naja, gut. Naja, aus der Höhe überlebst du es. Also ich meine, da kannst du schon ganz schön wehtun, ne? Aber überleben wirst du es auf jeden Fall. Ah, nicht, dass ich das jetzt ausprobieren will oder so. Übrigens, vorhin, da habe ich mal kurz aufs Handy geguckt, falls euch das aufgefallen ist. Ist halt irgendwie lustig. Da drüben ist das Baumhaus, aber da ist Emma zu dem Zeitpunkt halt schon weg, ne? Es ist halt irgendwie lustig. Ich habe angekündigt auf Twitter. Oh, eine Kamera. Dass ich halt streame, ne? In der Hoffnung, dass es jemand mitbekommt. Und Beweis, Speicherkarte, yes. Zwei haben wir übersehen. Wir hätten zwei Beweise. Ich wette, wir hätten eins davon wäre das Foto von dem Vieh gewesen. Und was wäre denn das zweite gewesen? Was wäre der zweite Beweis gewesen? Vielleicht hätten wir das Vieh töten können. Vielleicht, wenn wir beide Knarren... Ich habe es nicht gewusst, dass ich die Knarre hätte behalten sollen, aber... Ach man, man hätte Dylan die Waffe wahrscheinlich behalten lassen sollen. Aber jetzt haben wir immerhin die Speicherkarte. Okay, wir haben noch was. Wir haben noch eine Chance. Ich glaube, vielleicht werden wir so oder so, egal was ich entscheide, am Ende diese beiden Jäger töten. Und dann kommt die Polizei und sagt dann hier, sag mal, was ist denn jetzt hier los? Und dann sagst du halt, ja ey, wir haben hier unser Überleben gekämpft. Und wir haben hier irgendwelche Dämonen, Vampire, was auch immer gejagt. Und dann sagen die, ja na klar... Das kannst du deiner Oma erzählen. Und dann wir so, okay, warte. Ja, hallo Oma, wir waren hier. Okay, nein, Quatsch, das ist ein dummer Witz. Aber dann kommen wir halt so an, ne, und sagen halt so, ja, nee, ne, also, was halt wirklich passiert ist. Und dann sagen die hier halt dann, oh, die Gerechtigkeit, ja, nice. Oh, lol, es ist Emma, warte mal. Der Narr ist bestimmt Jacob, sind das immer Leute? Ich weiß nicht, das hier könnten Nick und Dings sein. Das hier ist, glaube ich, auch Emma oder so. Das hier ist halt, okay, das hier ist einer, das hier ist Nick, der Abby den Kopf abgerissen hat. Also wir werden an einer bestimmten Stelle müssen wir, das hier ist Emma, die den Wolf zurückhält. Das hier sind Nick und... Also entweder sind das, nee, Sekunde, das hier ist... Das hier ist sie. Aus der einen Wasser, aus der anderen Blut. Also das ist ihr Überleben quasi. Und das hier sind, glaube ich, Nick und Abby, Gail. Ich weiß aber nicht genau, was das dann soll. Also was da dann ist, weil das haben wir nicht gesehen. Und das hier ist halt der, wie gesagt, das hier ist halt Nick, der dann zum Vieh wird und Abby tötet. Und das ist Emma, die einmal ein Schwert und einmal Heilung hat.
Gerechtigkeit, Auge um Auge, nicht ganz wörtlich, sondern oft im Sinne von Ursache und Wirkung. Taten und Konsequenzen, alles muss im Gleichgewicht sein und wir müssen alle dafür sorgen, dass die Waage nicht kippt. Okay, wir werden sehen, was das heißt. Das ist halt dann das nächste Kapitel. Lauf, etwas ist hier, jemand ist, ich bin hier, etwas sieht zu oder jemand sieht zu. Ah! Ah! Oh Gott, Emma! Verdammter Scheiß! Erfreut. Oh mein Gott, Emma, bin ich froh, dich zu sehen. Bonk. Scheiße, Mann! Au! Du hast mich im Stich gelassen! Emma, komm schon! Ich hab's für die Leiche getan! Warte, das klingt komisch. Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch. Aber das war niemals ein Bär. Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin... froh, dass du hier bist. Ja, gerade so. Ich meine, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Okay, es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war. Gut, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese gottverdammten Jäger herum. Was für eine Party! Das hier war... Was für eine Party! Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. LSD zu probieren war die beste Entscheidung meines Lebens. Ziemlich streng. Um Gottes Willen. Finde ich. Okay. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du Sherlock? Weißt du, Jacob, du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufführen. Tut mir leid. Shit, okay, weißt du was? Ist gut. Okay, hast recht. Tut mir leid. Du nervst unfassbar. Oh mein Gott, können wir das später diskutieren, okay? Ganz im Ernst. Ich suche dich, seit ich von diesem Ding zum ersten Mal gehört habe. Von den Dingern? Also Plural? Was, wirklich? Oh. Pass auf, und jetzt ist es ein echter Bär. Ich hab nichts gesehen, was ist los? Oh, moin! Alter, das ist doch eindeutig. Entschuldigung! Das sieht doch aus wie ein Vampir, das sieht aus wie... Nosferatu, googelt das einfach mal. Rennen, verstecken. Irgendeinen Vorteil muss das doch haben, dass ich dieses Blut im Gesicht habe. Und am Ende rennen wir dann doch. What the fuck? Oh, ich sehe die Falle. Ich sehe die Falle. Jetzt von uns aus gesehen links neben ihm. Okay, eine Hand haben wir schon eingebüßt, jetzt er seinen Fuß. Gerechtigkeit haben wir doch gerade gefunden. Was los? Eisen herausziehen. Nicht herausziehen, los Eisen.
Nutz den zweiten Fuß. Mach den zweiten Fuß rüber. Okay. Ganz kurz. Jacob wurde von den Jägern gefangen genommen. Okay. Mit helfender Hand. Ryan beschloss, Dylans Hand abzutrennen. Ryan trennte Dylans Hand mit der Kettensäge ab. Dylans Infektion breitete sich nicht weiter aus. Also Dylan ist zumindest schon mal von der Seite her sicher. Gehört sie zu diesen Jägertypen? Ich glaube nicht. Sollen wir was tun? Sollten wir etwas tun? Was willst du tun? Sie ist tot. Ich meine, mit der Leiche. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Oh Mann. Arme Kaylee. Nick! Du riechst so gut. Ich schreit mal lieber ein. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Nick, was ist... Ich will dich schmecken. Hey! Red Flag. Huge Red Flag. Lass das! Pass auf! Ich meine es ernst! Nick? Alles okay? Nick helfen. Ich. Nee. Hey, hey, ist okay. Schon okay. Ich hab. Was habe ich getan? Naja, du hast ihn da reingeschubst, aber er hat sich halt vorher auch wie der absolute Creep verhalten. Ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Die Vision. Immer an die Vision denken. Okay, die Viecher mögen auch kein Wasser. Vielleicht? Abby. Shh. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut. Du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, Leichen im Pool muss man schon erklären, hm? Langsam, Mann. Also, Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem Krankenscheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja. Gute Alles Entscheidung. Okay bei dir, Abby? Hey, warum siehst du dich nicht mal um, ob du was findest, das es Nick bequemer macht? Okay. Warum siehst du dich nicht mal um und schaust, ob du irgendwo eine Tarotkarte findest, hä? Jetzt stört mich hier gerade ein bisschen mein Ringlicht auch.
Weil ich gerade echt kaum noch was sehe hier. Also es ist gerade wirklich extrem dunkel. Okay, hier ist nirgendwo was scheinbar. Oh, hier? Wo Caleb jetzt wohl ist? Hinweis entdeckt, Camperfoto. Ein neueres Stück Geschichte des Camps. Darauf ist Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hacketts Kindern, Caleb und Kaylee. Von denen jetzt eine tot ist. What? Okay, sieht gerade ziemlich dumm aus, wie sie da rumläuft, aber... Oh, nice. Das wollte ich... Hallo? Der Mond. Oh, fuck. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden. Wir hätten die Gerechtigkeit. Wir haben... Boah, der Mond sieht geil aus. Zwei Wölfe, die heulen, ein Skorpion in der Mitte. Der Mond, wie passend, gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Wer ist List? Kann ich den anrufen? Okay. Sorry um die Uhrzeit. Wären die Scherze nicht mehr besser bei mir. Aber Pitti, deine Scherze waren noch nie gut. Halt die Schnauze. Es war so an. Das ist die Hexe von Hackett's Quarry. Unter diesen Fundsachen befindet sich eine grobe Skizze einer Frau im Wald. Diese Geistergeschichten scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Das hier vor nur 12 Stunden. Ach, Leute. Was? Achso, das ist immer noch das. Hier ist aber halt auch nix, ne? Ich meine, wir haben die... Hier auch nicht. Kann ich hier irgendwo rausgucken? Die schwimmt immer noch da drin. Sorry, hier ist nichts, Leute. Das wären jetzt hier keiner der Schränke. Oh, doch, nee, das haben wir schon angeguckt. Ja, nee, tut mir leid. Ich finde nichts. Aber ich kann zu ihm gehen. Ja, so besser. Ja, Gott, wie er halt aussieht, ne? Ja, er hat irgendwas Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Nur halt genau umgekehrt. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schrammen, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Wie gesagt, ich glaube langsam eher fast an was noch Übernatürlicheres als Werwölfe. Sieht er vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... Wie eine Katze beim Baden. Ja... Eher wie ein Vampir, den man mit Weihwasser bespritzt.
Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Jetzt geht's los. Magst du mich? Ja. Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so ein... Ist so... Was? So ein Schlag ins Gesicht. Abby. Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Du bist anders. Also, du bist jetzt anders. Du bist anders. Nein, nein. Nur Nick. Nur der Fick dich, Nick. Was soll das? Selbst jetzt, Abby. Selbst jetzt bin ich dir egal. Ich... Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen, Abby. Stopp. Leichte Beute. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Ach du Scheiße! Oh, Abby! Ich wollte vorhin schon sagen, ist das vorhin niemandem aufgefallen, dass der Typ mit einer Hand diesen riesen Jäger hochgehoben hat? Nein. Ach du Scheiße. Ja, schieß, 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 schieß. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre sie gestorben. Da bin ich mir absolut sicher. Oh, was? Nein. Es ist halt einfach aus ihm rausgeplatzt. Es ist, als ob es in ihm gewachsen ist und dann wusch. Oh. Okay, aber ich glaube, das war richtig. Wenn ich nicht geschossen hätte, hätte er ihr den Kopf abgerissen. Die Frage ist halt, jetzt können wir ihn noch retten? Und wie ist sie jetzt da hingekommen? Ich meine, war sie nicht gerade noch da oben und ist gestürzt? Wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich in die Lodge. Okay. Well, okay then. Wie wär's, wenn wir nochmal schwimmen gehen? Stattdessen, hm? Ja, gerade so gesehen, die Monster mögen kein Wasser. Gucken wir uns auf jeden Fall erstmal um. Oh, das ist der zweite Teil. Ich sehe es sofort. Ich sehe es sofort. Das ist der zweite Teil von diesem Zettel, den wir gerade im... Ich wusste gar nicht, dass sie den Kids solche Angst machen. Im Badehaus gefunden haben. Als Betreuer haben wir voll versagt.
Kann ich den Hinweis sehen? Ja, danke. Genau, ne? Das ist der zweite Teil. Dieser Brief passt zur Zeichnung im Poolhaus, aber wieso wurde er zerrissen? Vielleicht ist an der Gruselstory doch etwas Wahres dran. Dieses Kind hat offenbar seine Meinung geändert und den Brief nicht abgeschickt. Gruselstories sind eben einfach nur erfunden. Mal gucken, ob ich das lesen kann. Hi Mom, a camp is so fun. Mr. Hackett is teaching us so much about nature. Also, hallo Mom, also Mutter, das Camp, es macht sehr viel Spaß. Mr. Hackett bringt uns sehr viel über die Natur bei und wie man im Wald sicher ist. Mein Freund Josh sagt, er hat einen Geist gesehen. Ich glaube, er lügt. Nur um mir Angst einzujagen. Aber ich habe ein Bild von ihr, also von der Geistin, trotzdem gezeichnet. Sie sieht aus, Moment, wenn Josh das gesehen hat, also er hat es dir beschrieben oder was, sie sieht sehr wütend aus, aber ich glaube manchmal, wenn Menschen wütend sind, sind sie in Wirklichkeit nur traurig. Wir werden heute über den See segeln. Nee, we are going to say, morgen werden wir auf dem See segeln gehen. Ich kann es nicht erwarten, Liebe von Rowan. Und jetzt, das hier hat sich halt jetzt auch... Ja. Sieht cool aus. Kann ich anders sagen. Sekunde. Ich will nochmal hier gucken. Silberstückchen. Oh, war das eine Silberkugel etwa? Abby kam Nick zu Hilfe. Abby schoss im Poolhaus auf Nick, woraufhin er durch das Fenster floh. War da eine Silberkugel drin? Hat das irgendwie was gebracht? Familienfoto. Kaylee ist tot. Sie mögen einmal glücklich gewesen sein, aber jetzt ist alles anders. Der hat seine Familie. Das gelöste Bärenfalle. Wenn die hier für die Kreatur gedacht war, die den Radioschuppen angegriffen hat, war sie womöglich nicht sehr hilfreich. Das Ding war schnell. Hä? Wir haben das Ding deaktiviert. Wir haben das Ding kaputt gemacht. Scheiße. Hätte ich die... Wenn ich da nicht hingegangen wäre, seht ihr, das meine ich damit mit Entscheidungen treffen, die gar keine Entscheidungen sind. Wenn ich da überhaupt gar nicht erst hingegangen wäre, vielleicht wäre dann das Ding da gewesen und das Vieh wäre da durchgelaufen und hätte dann... Nur eins übrig. Okay. Auch hier nochmal. Aber jetzt mal unter uns, ne? Ich liebe es. Ich liebe es so zu überlegen und nachzudenken und versuchen sich vorzustellen, wie könnte das eventuell... Okay, ich habe noch einen Feuerwerkskörper. Ja, wie könnte sich eventuell was entwickeln, wenn ich was gemacht hätte? Das ist einfach nur noch zwei Melonen. Nimm doch noch eine Melone mit. Kannst du auch noch werfen, wenn das Vieh kommt. Vielleicht magst du ja Melonen. Ist noch ein zweites Zelt. Kann ich da rein? Ah, sieht nicht so aus. Oder beziehungsweise kann ich hier ganz rein? Nee, hier war nichts weiter drin, ne? Nur der Zettel. Uh-oh. Ich glaube, jetzt brauche ich die Feuerwerkskörper wieder. Geh mal dahinter. Es hat so viel gefühlt, was man verpassen kann. Wie gesagt, also ich werde es wahrscheinlich, wenn ich mit dem Stream hier fertig bin. Also wenn ich fertig bin, das im Stream zu spielen, dann werde ich das definitiv nochmal für mich durchspielen. Oder mir zumindest mal irgendwo angucken, okay, was passiert hier, wenn und wie und überhaupt. Treppe? Treppe. Treppe deutet auf Zivilisation hin.
Aber auf Treppen kann man auch mörderisch ausrutschen. Das ist mir mal passiert im Urlaub. Sind wir durch so einen befestigten Weg in der Schlucht lang? Oh, schicke Blümelis. Sind wir durch so einen befestigten Weg in der Schlucht lang und ich bin... Oh. Eine Schlinge. Und ich trete auf eine Stufe, rutsche mit der Ferse weg. Und reiß mir eine Sehne durch am Fuß. Dann durfte ich den Rest des Weges humpeln. Ich habe aber noch andere Wanderer dann gestützt. Aber das war halt... alles andere als angenehm. Aber, wisst ihr, was dann passiert ist? Ein Schmetterling, da gibt es ein Beweisvideo. Ein Schmetterling hat sich auf meine Hand gesetzt. Und blieb da wirklich die ganze Zeit sitzen. Ich guck nochmal kurz hier hin. Aber eigentlich haben wir... Was? Im Dunkeln findet man sich hier aber schwer zurecht. Irgendwie schon, ne? Aber ich hab's jetzt eigentlich eher gemacht für eventuelle Tarotkarten. Also diese Hexe scheint uns irgendwie zu helfen, oder? Das war irgendwie wirklich ein süßes Erlebnis. Ich meine, gut, der Schmetterling wollte, glaube ich, irgendwie die machen das manchmal, die wollen dann das Salz im Schweiß haben. So für Mineralien. Aber das war halt wirklich süß, weil es halt wirklich vom Zeitpunkt her auch so gepasst hat. Ich glaube, wir müssen diesen Blumen folgen, kann das sein? Nee, Sekunde, das ist wieder diese Schlinge. Ich habe mich komplett verlaufen. Ja, aber der Zeitpunkt hat halt wirklich schön gepasst. Ich habe mich verletzt. War alles scheiße. Na, guck mal da. Ich würde da jetzt einfach, geh doch einfach durch das Dickicht hier. Und da kommt ein kleiner Schmetterling, um mich zu trösten. Mache ich das hier richtig? Es sind ehrlich gesagt auch... Ich wollte gerade sagen, ganz schön wenige Jumpscares, aber... Oh je. Und jetzt wieder rennen. Du weißt, was dann passiert. Ich hab das noch nie gemacht, Pa. Ich weiß halt nicht. Glaub nicht. Diese Scheiß-Kills. War das nicht Nick? Hey, stopp! Wehr dich nicht! Los, die Spritze. Ist sie gebissen? Pa? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Lass mich mal sehen. Nein. Lass deine Finger von mir! Oh!
Vor allen Dingen, was ist halt auch mit den beiden los? Seid doch mal wenn ihr nur ein minimales bisschen... Nein, scheiße. Wenn ihr nur ein minimales bisschen mitfühlender wärt, dann würden die Leute euch, glaube ich, auch glauben, dass ihr es gut mit denen meint eigentlich. Weil das Gefühl habe ich nämlich. Scheiße. Einmal falsch gedrückt. Ich glaube, wir müssen jetzt in die Küche gehen, weil wir brauchen diesen Rucksack. Daran erinnere ich mich jetzt gerade noch. Wo ist die Küche, ne? Abby? Ganz ehrlich, wie machen andere Streamer das mit diesen 12-Stunden-Streams oder 24-Stunden-Streams, ey? Mein Hals tut wirklich schon weh und dabei trinke ich ja immer mal wieder. Und ich rede gar nicht so viel, im Gegenteil, ich habe manchmal eher den Eindruck, ich bin zu still hier. Erstmal ins Auto setzen, okay. Er ist tot. Er ist tot. Nein, ist er nicht. Tote springen sonst nicht aus dem Fenster und fliehen in den Wald. Es war Notwehr. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Nick war... Das war nicht Nick. Und wo verdammt sind Jacob und Emma? Hätten wir sie inzwischen nicht schon längst treffen müssen? Die vögeln sich sicher nur in irgendeiner Hütte das Hirn raus. Ich weiß nicht, Mann. Das stinkt doch alles zum Himmel. Die Jäger, Chris verschwinden, Nick. Kaylee. Oh Gott. Kaylee. Hey! Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Wer ist da? Ich brauche Hilfe. Bitte. Wer bist du? Ich heiße Laura Kearney. Und? Jetzt lass mich rein, hier ist es gefährlich. Ist das nicht die vom Anfang? Nee, ihre Frau erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du... Laura Kearney, du bist Laura Kearney? Ja? Du warst doch vorgesehen für... es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... Wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Ihr dran. Okay. Okay. Ich öffne jetzt die Tür. Langsam. Nimm die Hände hoch, okay? Okay. Oh Mann. Sie sieht mal aus wie das absolute Final Girl. Es gibt wieder Visionen. Da sind wir wieder. Nur du und ich. Ja, und meine Verwirrung. Wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund? Gerechtigkeit. Auge um Auge. Nicht ganz wörtlich, sondern oft im Sinne von Taten und Konsequenzen. Alles muss im Gleichgewicht sein und wir alle müssen dafür sorgen, dass die Waage nicht... kippt. Der Mond, wie passend. Gerade heute Nacht. Nutze deine Furcht und Anspannung und verwandle sie in Intuition. Gehe geschickt vor und plane voraus. List rettet dir vielleicht das Leben. Nun sag mir,
Wünschst du einen tieferen Einblick in eine der möglichen Zukünfte? Also ja. Wähl jetzt aus. Gerechtigkeit betrifft Emma. Ich will irgendwie, dass sie überlebt, aber der Mond interessiert mich irgendwie gerade mehr. Okay, sie tötet den Polizisten. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend? Was, einer hat's schon erwischt, meint sie? Aber keine von uns. Oder Nick? Meint sie jetzt Nick? Hätte ich verhindern können, dass er sich verwandelt? Nee, ne? Oder? Also, die Vergangenheit hinter uns. Was war mit euch los? Wo wart ihr die ganzen Ferien? Wir waren hier. Die Nacht vorher. Das war unser Fehler. Oh. Nice. Okay, jetzt kommt eine Rückblende. Es wird auch das letzte Kapitel für heute sein. Alter, die Haut von ihr sieht gerade übelst detailliert aus, oder? Jetzt leicht unangenehm. Okay, also der andere hat sich jetzt gerade in so ein Vieh verwandelt. Was ist mit Max? Sei still. Sie können nicht... Sei still! Das hier ist eine Vernehmung. Ich frag, du antwortest. Laura Kearney? Laura Kearney. Mit wem bist du unterwegs? Und wie steht ihr zueinander? Max Brinley, er ist mein Freund. Wohin wolltet ihr gestern? Zum Hackett's Quarry Summer Camp, das wissen Sie doch! Was ist mit Max passiert? Nein. Ich frag, du antwortest. So läuft das hier. Bleib mal ruhig. Schön. Ist vielleicht besser. Was wollen Sie wissen? Ah, gut. Ah, warum wolltet ihr zu Hackett's Quarry? Max und ich sind dort Betreuer. Ach, Bullshit. Die Betreuer kommen erst heute. Wie gesagt, wir kamen eben zu früh an. Wir wollten einfach schon zum Camp. Warum nicht ins Motel, wie ich sagte? Ja, wir waren doch deutlich näher am Camp und pleite.
Sheriff-Stern bedeutet nicht viel. Okay, Sheriff. Okay, Sheriff. Hackett. Was? Hackett wie Chris Hackett? Darum geht's jetzt nicht. Was zum Teufel ist hier los, Mann? Du hast keine Ahnung, was hier los ist. Nicht die geringste. Ihr steckt ein erstklassiger kosmischer Wir bringen uns jetzt um Super-Premium-Scheiße, Lady. Der einzige Ausweg? Halt deinen Mund und tu, was ich dir sage. Verstehst du das? Das ist halt wieder so eine typische Sache. Ich glaube auch nicht, dass der wirklich böse ist. Der benimmt sich halt einfach nur wie das hinterletzte Arschloch. Bitte. Können Sie aufhören, mich einzuschüchtern und mir endlich verraten, was los ist? Lebt Max denn noch? Ich verliere noch den Verstand! Was? Um sich schlagen. Nein. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein Red Herring. Gehen wir. Der benimmt sich halt wirklich einfach nur wie ein totales Assi, damit wir denken, er ist der Böse. Und das ist dann am Ende wieder so eine Geschichte. Sagen Sie uns endlich, was hier vor sich geht. Haben Sie gehört? Das ist dann am Ende wieder so eine Geschichte von wegen, wir haben es doch nur gemacht, um euch zu beschützen. Ja, ihr habt exakt das Gegenteil gemacht von dem, was ihr hättet tun müssen, um das zu kriegen, was ihr wollt. Max, es bringt nichts, ihn anzuschreien. Wie geht es dir? Gut. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ist doch immer in solchen Geschichten so. Wir haben es doch nur gemacht, weil wir, keine Ahnung, das verhindern Warum mussten. Bin ich nackt? Was? Erst werden wir angegriffen. Dann wache ich in eine Gefängniszelle auf, du bist weg und dann tauchst du wieder auf und ich bin völlig nackt, überall ist Blut und anderes Zeug. Ich meine, was ist nur passiert? Und warum bist du so gechillt deswegen? Er wollte ein Geständnis. Ja, der Sheriff wollte unbedingt ein Geständnis von mir. Aber ich wusste ja noch nicht einmal, was genau ich gestehen sollte. Oh Gott. Was hat er benutzt, um dich zu zwingen? Eine Zange? Ein Schwert? Ein Locher? Nein, er hat mich nicht gefoltert. Für wen hält dieser Kerl sich? Für den Sheriff von North Kill, schätze ich. North Kill? Ja. Max! Was? Hast du mal auf die Karte geschaut? Hackett's Quarry in North Kill, so heißt das. Ach. Es kommt noch besser. Der Name auf seiner Marke ist... Hackett. Anziehen. Was ist denn das? Damit gewinnt Kleidung? Garantiert kein Preis bei der Fashion Weeks. So viel hey, ist sicher. Hab ich euch erlaubt zu reden? Hab ich dir den Eindruck gemacht, dass mir das was... Ach, egal. Komm, ich bin mal sarkastisch. Ich wusste nicht, dass wir ihre Erlaubnis brauchen, Detective Pisswichser. Ja, das ist ein freies Land, Officer. Oh, ne Hirn. Na schön. Die Hände hier. Na mach. Okay. Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin. Befragen Sie mich hier. Komm schon. Hey, hey! Gehen wir. Hände weg, Mann! Na los. Komm. Besser.
Hey, hör auf jetzt. Bleib einfach ruhig. Max, bleib ruhig. Du machst es nur schlimmer. Laura. Jana. Was haben Sie hier angetan? Sei still. Ich habe halt jetzt gerade mal rausgelassen, was mit mir vorging, aber grundsätzlich weiß ich halt, dass das jetzt aktuell noch nichts bringt. Denk, Laura, denk. Genau, wir müssen halt Zeit gewinnen. Wir müssen halt Zeit gewinnen, bis sich eine Chance eröffnet, dass wir, was haben wir denn hier, dass wir irgendwas unternehmen können. Wir haben in der Vision gesehen. Northkill immer rauer, weint die Hexe im Wald vor Trauer. Allein stirbt die Beute der wölfischen Meute und der Sheriff liegt stets auf der Lauer. In Limerick, okay. Sheriff Hackett scheint nicht besonders beliebt zu sein. Vielleicht ist das nicht das erste Mal, dass er jemanden widerrechtlich einsperrt. Deckt sich natürlich so ein bisschen mit Vorurteilen, die man über die amerikanische Polizei hat, aber ich habe halt schon von Leuten gehört, die in Amerika waren, dass das keine Vorurteile sind. Die sind halt wirklich so scheiße. Das ist halt wirklich ein dreckiger Haufen. Was ist das? Ein loser Stein? Keine Chance. Ich brauche so eine Art Hebel. Lass mich raten, dahinter ist ein selber gebasteltes Messer versteckt und das können wir nutzen, um ihn zu killen. Könnte gehen. Okay. Ja, das müsste reichen. Na komm, paar Schändchen rein. Sobald wir herauskommen, bist du dran, du Dreckskerl. Klar. Sobald ihr rauskommt. Wir sagen die Wahrheit, halt, Mann. Halt. Wir beantworten alles. Sie können uns aber nicht ohne Erklärung einsperren und erwarten, dass wir bestens gelaunt sind, okay? Handeln wir das aus. Du kannst nicht mit mir verhandeln. Bitte. Bitte. Ich vermute mal, dass es einer. Ich vermute mal, dass es einer dieser Typen. Die sperren irgendeinen Verdächtigen ein oder die haben irgendeinen Verdächtigen vor sich und die entscheiden dann einfach, der ist schuldig. Und was, egal was du sagst. Verdammter Scheißwichser. Ich hab von John Oliver ein Video über Polizeiverhöre in den USA gesehen. Das ist halt echt scary, was die dort dürfen. Also ganz ehrlich. Wie geht's dir? Alles okay? Ist nur der Fuß. Halb so schlimm. Ich meinte das Verhör gerade. Oh. Also wie die sich das beste Land der Welt nennen können, ist mir wirklich ein Rätsel. Versuchen viele, schafft niemand. Ich meine es ernst, Max. Er hat viele Fragen gestellt. Einige äußerst spezifische Fragen über uns und wohin wir wollten, wie ich mich heute Morgen gefühlt habe und ich weiß nicht. Meine Antworten haben ihm wohl nicht gefallen. Er fragte, wie du dich fühlst? Ja. Hat er dich nicht gefragt? Nein. Hm. Frech. Frech. Aber der Typ ist aber auch ein bisschen seltsam, ne?
sein Namensschild gesehen? Heißt er etwa nicht Detective Pisswichser? Nein, Hackett. Sheriff Hackett. Vielleicht ein Verwandter von Chris Hackett? Oh mein Gott, nicht der Chris Hackett. Doch. Wer ist der Chris Hackett? Dieser Campleiter Mr. Hackett von Hackett's Quarry. Klingelt's da? Sollten doch da arbeiten. Die wissen nicht, wie ihr Arbeitgeber heißt. Surreal an. Und was heißt das für uns genau? Was sagt uns das? Meinst du, es ist so ein irrer Camp-Betreuer-Entführungsring? Das. Ich meine. Was? Er wirkt nicht wie ein Kidnapper, also irgendein Plan steckt dahinter. Wie eine Art Falle, ein Trick, ich weiß nicht. Chris Hackett und Sheriff Hackett, das ist doch niemals reiner Zufall. Okay. Sie müssen verwandt sein. Und was beweist das? Sie wussten, wir kommen. Vielleicht geht's um so ein Kidnapping, Erpressungs... Verschwörungsding. Okay, gut, ich nehm's zurück, das war ziemlich dumm. Das klingt sehr kreativ. Ich will uns einfach nur hier rausbringen. Und dafür muss ich kapieren, was hier eigentlich gespielt wird. Verdammt nochmal. Ich weiß nicht, was, wenn wir es nicht verstehen? Was? Wir müssen. Manchmal gibt es halt keinen Sinn. Was dann? Wenn es einfach nur ein Psycho ist? Gittern, bis wir verrotten. Wenn es einfach nur ein Psycho ist. Stopp. Komm schon, sei nicht so. Ja klar, du hast gut reden. Was? Kannst du nicht mal Sachen akzeptieren? Manchmal läuft es halt scheiße. Man das nennst du Scheiße? Man muss nicht als Herausforderung sehen. Aber wenn es doch so ist. Manchmal läuft es halt scheiße. Ich studiere Tiermedizin und du wirst dann was? Clown. Ich werde was? Drogenabhängig. Ich weiß von dem Brief, Max. Worüber redest du? Das Absageschreiben der Uni. Es lag bei deinem Zeug. Was wolltest du an meiner Tasche? Warum hast du mir nichts gesagt? Ich hab mich geschämt. Aber dein Abschluss ist gut und dann erst dein Essay. Ja, anscheinend nicht gut genug. Fuck! Wir hatten doch Pläne. Was soll das? Ich weiß nicht. Was soll ich dazu sagen? Versuch's an einer anderen Uni? Tut mir leid. Tut mir leid, Max. Das ist voll scheiße. Hey, es gibt aber Schlimmeres diesen Sommer. Ja, zum Beispiel das. Wo er gerade drin steckt. Laura fühlte wegen des Abschiedsschreibens mit Max. Okay. Also scheinbar läuft's gut zwischen den beiden mit meinen bisherigen Entscheidungen. Ich hätte es sagen sollen. Du weißt, du kannst mit mir über alles reden, ja? Ja. Ja, ich weiß. Okay, lass uns einfach gucken, dass wir hier rauskommen. Toll, bin dabei. Wir müssen alles nochmal durchgehen von vorn. Seit wir losgefahren sind? Seit wir dem Cop begegnet sind. Also nach dem Unfall mit dem... was immer das auch war. Ja, genau. Ja, da wurde der Scheiß hier voll schräg. Der Typ reagierte super schräg, als wir von der Sache erzählten. Erinnerst du dich? Als hätte er es schon gewusst oder so. Ja. Ja, das war richtig komisch. Was, wenn er gar kein echter Cop ist? Er hat Dreck am Stecken, aber ich glaube, er ist echt ein Cop. Das ist eine Polizeiwache. Sicher, ja, aber sonst ist hier keiner in Sicht. Ja, das ist verdächtig.
Und dann auch noch dieses Hackett-Hackett-Ding. Gehen wir davon aus, dass sie beide drinstecken. Okay. Also wir sollten Chris Hackett hier am Camp treffen. Aber da ist kein Mensch. Wir werden attackiert. Von einem Ding. Und dann taucht der Kopf auf. Das ist alles verschwommen. Ich weiß noch von der Treppe und dem Geruch von nassem Fell und einem Halsband mit dem Namen Ian drauf. Ian? Ian. Ich glaube nicht an eine Hundeattacke. Was immer es war groß. Groß wie ein Mensch. Ja, es hat dich wirklich ordentlich erwischt. Eigentlich müsstest du sehr viel schlimmer dran sein. Ich hab das Ding seine Zähne in dich reinrammen sehen. Was ich seltsam finde ist, Laura, ich hab nicht einen Kratzer. Was? Hey, okay, andere Frage. Erinnere dich mal. Vor diesem Chaos. Deinem Chaos. Schön, ja. Davor hab ich doch gesagt... Wow, sieh dir den Mond an. Riesig, so cool, richtig Vollmond mitten im Wald. Und du meintest dann so, ja, kein Scheiß, Max, das passiert einmal im Monat. Ja, und? Ja, also, weißt du, Vollmond? Ja. Was, wenn... Okay, nein, stopp. Ich meine ja nur, vielleicht war es ja sowas wie... Also ein Werwolf? Die Musik im Hintergrund deutet gerade an, dass er recht hat. Vollständig am Rad. Okay, cooler Cut. Jetzt, komm mal klar. Was ist so lustig? Ich habe wirklich exakt dasselbe gesagt. Okay, und wird es auch noch besser? Zombies? Aliens? Dimensions-Draculas? Alter, halt die Fresse, jetzt mal ernsthaft. Ryan, ja? Ja? Halt die Fresse. Ja, lass sie reden, Mann. Wäre das denn wirklich so verrückt nach all dem Scheiß, den wir durchhaben mit Nick? Mit dem Ding auf dem Dach? Also, das würde doch einiges erklären. Dylan. Ich versuche nur offen zu bleiben, okay? Was ist mit deinen Geisterstories? Ist doch fast wie in deinen Geisterstories. Das sind nur Gruselstories. Es muss eine rationale Erklärung geben. Für alles hier. Für das alles. Muss es? Okay, du warst aber nicht so rational, als du meine Hand von meinem Körper abgetrennt hast. Du wolltest das. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Was? Es war das Richtige. Ah. Sie kennt sogar ein Gedicht darüber. Na, wenn sie ein Gedicht kennt, na dann. Warte, ich mach auch gleich meine Hand hier. Zack. Hier geht's um viel mehr, als ihr denkt. Lasst mich erzählen. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Mir egal. Aber ihr sollt alles wissen. Gute Entscheidung, ja. Immer schön jede Information teilen, die man hat. Die Zeit danach zog sich. Der Kopf versorgte uns und ließ uns duschen. Abseits davon war er kaum zu sehen. Max und ich redeten echt viel. Darüber, was in jener Nacht wohl passiert war. Die wildesten Verschwörungstheorien. Dabei ging's um den Kopf, das Camp, den Unfall, den Wald, dieses Ding im Keller. Was mit Max passiert war. Wir kauten das alles immer und immer wieder durch. Und nichts davon ergab Sinn. Wir wussten nur, dass wir von dort verschwinden mussten. Oh ja. Wir wissen, dass wir irgendwo was Scharfes finden können, womit wir den Kopf in den Hals stechen können. Ich halte das nicht mehr aus. Ich find's nicht schlecht. Wahrscheinlich derselbe Fraß wie im Camp. Nein, ich halte es hier drin nicht mehr aus. Oh. Ja, das ist ziemlich krass. Wir müssen was machen. Wir müssen endlich raus hier mit einem Plan. Das sagst du dauernd. Seit Wochen, also... Naja, gib laut, wenn du einen hast. Das hilft uns jetzt echt nicht weiter, Max. Du vergisst eine Kleinigkeit. Was? Nur das winzig kleine Mini-Detail, dass ich womöglich ein verfickter Werwolf bin, Laura. Nicht so laut!
Also, was können wir denn tun, hm? Wir rennen zusammen in den Sonnenuntergang, bis ich mich in ein scheiß Monster verwandle und dich umbringe und fresse und dann latsche ich mit kleinen Speiseresten von dir zwischen den Zähnen allein weiter? Okay, okay, stopp. Ein Schritt nach dem anderen. Also, wir wissen ja nicht mal, ob es wirklich so ist. Und das werden wir auch nicht, bis wir hier raus sind. Okay. Tja, scheint, als blieben uns nur zwei echte Optionen. Wir sind nett und ziehen ihn auf unsere Seite. Damit er uns gehen lässt? Oder wir greifen ihn uns und hauen dann von hier ab. Lernen wir seine gute Seite kennen? Wir müssen fliehen, ja. Ich mach die Spielchen von dem Wichser keine Sekunde länger mehr mit. Wir müssen fliehen. Cool, okay. Und wie? Ich würde ihn gerne töten. Einfach nur, weil er ein Arschloch ist. Umhauen? Ey. Laura, du weißt, das klappt nur im Film, ja? Jemandem eins über den Schädel zu ziehen, bringt ihn um oder verpasst ihm einen Hirnschaden und haut ihn nicht nur um. Das stimmt übrigens wirklich. Das stimmt übrigens wirklich, deswegen nochmal, das ist wirklich so. Also im Film klappt das immer, ne? Also einfach hier so, auch übrigens hier, hatten wir auch schon, als Jacob in der Falle war. Einfach bam, einmal gegen den Kopf und dann, ich gucke halt immer wieder hier rüber, damit ich nicht in der Cam zu bescheuert aussehe. Naja, ich weiß auch nicht, ich bin halt einfach besorgt darüber, wie ich hier rüberkomme. Ist halt neu für mich mit Facecam. Egal, zurück zum Thema. Aber im echten Leben ist es halt wirklich so. Also da ist es nicht, wenn du da jemanden auf den Kopf haust, entweder hat er wirklich einen Hirnschaden, er stirbt und wenn du wirklich jemanden bewusstlos prügeln willst, also das geht wahrscheinlich, aber da wirst du ein paar Mal mehr zuhauen müssen und dann, ja, wie gesagt, wenn der wieder aufwacht, das Gehirn hat dann definitiv einen Treffer weg. Tja, dann ist das so. Ja. Nur als kleiner Einwurf. Gefängnisausbruch, wir schlagen ihn nicht zusammen. Gefängnisausbruch. Okay, Gefängnisausbruch. Was ist mit Codenamen? Wenn wir das machen, reserviere ich mir Golden Thunder. Nein, wirklich, Max, wir tun das jetzt. Okay. Bin dabei. Okay. Wir machen es ganz genau so. Wenn er dich das nächste Mal zum Waschen bringen will, greifst du an. Du haust ihn um, nimmst die Schlüssel von seinem Gürtel, sperrst ihn in deine Zelle und befreist dann mich. Und dann klauen wir sein Auto und fahren mit Vollgas weg. Gut, okay, das ist aber kein Plan. Weißt du, das ist nur ein Lass uns fliehen, aber mit viel mehr Worten. Nein, damit rechnet er nicht. In seiner Routine wird er absolut nichts an. Naja, er beobachtet euch gerade und hört euch vielleicht zu. Na los. Jetzt! Au, au, Vorsicht! Wirklich? Vorsicht! Wirklich? Ja! Ja, wir haben vergessen, unser Freund ist ein Trottel, das haben wir vergessen. Entschuldigung, das war dieses eine Detail im Plan, das habe ich übersehen. Nochmal, zieh die verdammten Sachen aus. Fick dich! Zurück! Max, was ist da los? Lassen Sie ihn in Ruhe! Das ist jetzt ein bisschen komisch, bei Nick ging das halt viel schneller, ne? Hierher. Weg von mir! Setz dich hin. Nicht zappeln. Du willst doch Tierärztin werden. Zeit fürs Praktikum. Ich will weg! Du wirst's nicht glauben, bis du es selbst gesehen hast. Ich bring dich trotzdem um, einfach nur, weil du im Arsch bist. Einfach fragen, Mann. Fuck. Geh nicht zu nah ran. T, Maiden, wo genau bist du? Over. Mist. Mhm. Ich mache hier nur fertig. Hilfe, er hält uns auf der Polizeiwache gefangen!
Bin unterwegs. Over. Das war echt dämlich. Sie können mich nicht hier lassen! Doch, ich kann. Ich bring den um. Ich bring den um, wenn ich die Chance habe. Einfach nur, weil er ein Wichser ist. Sie verliert jetzt ihr Auge bestimmt, oder? Der langt jetzt durch die... Keine Sorge, Max. Durch die Gitterstäbe und reißt ihr das Auge raus. Ja, genau. Geht's dir gut? Ich... weiß nicht. Ich fühle mich nicht so gut. Was brauchst du? Wie kann ich helfen? Mir ist heiß. Dir auch? Ich sitze neben diesem Rohr fest. Kalt wird mir so nicht. Bleib besser weg, okay? Du solltest nicht so nah sein. Dagegen kann ich im Moment nicht viel tun. Max? Max? Sag mir, was los ist! Das ist eine Reaktion? Darauf ein Auge verloren zu haben, da hätte ich aber was anderes als Fuck auf Lager. Tiefenwahrnehmung. Das ist deine Reaktion! Okay, gut, was soll's. Mal sehen, was der Scheißkopf versteckt. Wieso bist du jetzt eigentlich zurück in die... in die Zelle gegangen? Ja, ich weiß schon. Ich wollte halt mal kurz gucken, mal Hallo sagen. Hallo, Nick! Das Werwolf sei toll, vielleicht gefällt mir's ja. Weiß er nicht. Na gut, okay. Wir haben hier jede Menge Handtücher. Wir brauchen halt was Scharfes, ne? Ich verlasse mich jetzt auf diese Vision. Na, geht's mal da durch? Ja, danke. Okay, noch nicht zu der Treppe. Ja, das wäre halt jetzt wirklich mal interessant zu wissen. Es wäre halt jetzt cool, wenn sie jetzt tatsächlich in irgendeiner Form, wenn man mit ihr spielt, eine veränderte Wahrnehmung hätte, ne? Oh, der Wagen.
4 Stück haben wir insgesamt bisher verpasst. Na gut. Der Wagen. Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicherer fühlen. Wir hätten die Kontrolle und würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen. Mutig. Mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht. Aber vielleicht sind sie dort gar nicht so sicher, wie wir annehmen. Also ich soll nicht das Auto nehmen. Sehe ich das richtig? Hier hinten. Okay, hier ist Wasser. Ah, sehr gut. Aber wo ist dieser Typ denn jetzt eigentlich? Also ich bin manchmal, muss ich zugeben, etwas verwirrt. Ich bin zwar hooked, also ich möchte die Geschichte weiter erleben. Ich will wissen, was hier am Ende rauskommt, aber ich bin manchmal auch ganz schön verwirrt. Gerade auch das war jetzt so ein bisschen komisch, dass sie halt... Hallo? Töte sie? Ja, ich töte sie. Keine Sorge, keine Sorge. Kriegen wir hin? Auch mit ihr. Weißt du, was mit ihr los ist? Weniger ein Hinweis als eine Ohrfeige. My birthday. Wieso rät sie jetzt seinen Geburtstag? Okay, wir müssen seinen Geburtstag finden. Hiker's missing. Anne Radcliffe und Edward Benson. Wer das wohl ist? Da ist wieder hier dieses Harem Scarum. Tja, wer das wohl ist? Da ist groß der Exit. Was versteckst du, Travis? Unterlassungsanordnung. Oh, das ist ein Beweis. Ein Brief, der die Verantwortlichen des Bizarr- oder Banal-Podcasts auffordert, ihre Nachforschungen in Hackett's Quarry einzustellen. Gut, ein Beweis ist das nicht gerade, aber eher wirklich ein starker Hinweis darauf, dass die versucht haben, was zu vertuschen. Ich muss mich bald ausruhen. Musst du? Bin mir nicht sicher, ob das jetzt meine Priorität wäre. Eine Marke? Oh, eine Schwarz? Wer das trug, dem geht's nicht besonders toll. Verkohlter Sheriffstern, okay. Dieser alte Sheriffstern wurde durch Feuer stark beschädigt. Gehört er dem jetzigen Sheriff oder einem seiner Vorgänger? 7 von 9 Freakshow. Hier ist auch noch was. 8 von 12. Also aus der Menge an, an Hinweisen und Beweisen, die ich jetzt aktuell gesammelt habe, würde ich mal schließen, dass wir ungefähr bei 2/3 des Spiels sind. Also es ist, denke ich, schon ein ganz schöner Batzen. Einen ganzen Stream wird es noch füllen. Das war's? Wirklich? In diesem ganzen Raum? Ich gehe jetzt nochmal die Runde, aber ernsthaft jetzt? Also es ist auf jeden Fall, so wie das hier aussieht, keine offizielle Polizeistelle.
Spritzen? Damit muss er mich betäubt haben. Ich versteck's in der Zelle. Okay, sehr gut. Aber ich will ihn eigentlich nicht betäuben. Ich hab eher was Langfristigeres im Sinn. Und etwas sehr Blutiges. Ja? Okay. Ich sollte schlafen. Solltest du? Vollmond. Birthday! 7. Juli. Bingo! Okay, ich hoffe jetzt mal nicht, dass das Spiel hier einfach irgendwie abbricht, wie bei einem... Okay, gucken wir uns hier mal noch um, wie bei so einer Art verstecktem Countdown. Ach, Muttersöhnchen. 56. Sein Geburtsjahr war dann 1965. Okay, sehr gut. Was für ein Zufall, dass er ausgerechnet das hier noch hat, obwohl hier sonst kaum was ist. Na gut, hinterfragen wir das mal nicht. Hauptsache ist, dass wir jetzt in den Computer kommen. Verschlossen. Klar. Aber ich kann Max nicht verlassen. Besser weitersuchen oder... Nein, nein, nein. In meine Zelle und warten. Nein, 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 nein. Oh, nein. Aber auf gar keinen Fall. Ich denke mal, das, was ich jetzt mache, ist optional. Ich vermute mal, da kommt ein Beweis bei Rose. Gar keine Wanderer waren, sondern Geisterjäger auf der Suche nach der Wahrheit. Aber dann begegneten sie der Hexe. Bizarre Banal Podcast. Eine Folge des Podcasts Bizarre Banal, der übernatürlichen Phänomenen und Mysterien um die Hexe von Hackett's Quarry nachgeht. Hexe von Hackett's Quarry und wurden nie wieder gesehen. Wie wir. Bis auf die schicksalhafte Begegnung mit irgendwelchen Hinterwäldlern. Wir sind eher... Geisterdetektive. Spukschnüffler? Sicher. Und? Was ist dann passiert? Also, in der Lokalzeitung, der Northkill Gazette, stand, dass am Abend der Premiere einige Heuballen Feuer fingen und der Brand sich rasend ausbreitete. Der ganze Ort soll in 0, nichts Schutt und Asche gewesen sein. Genau wie die Hauptdarstellerin und ihr Sohn, angeblich ein Baby. Okay, bizarr oder banal, Errungenschaft freigeschaltet. Du bist erschöpft und ich auch. Ja. Ich muss schlafen. Okay, also das heißt, diese Hauptdarstellerin ist vielleicht diese Frau, die hier rumspukt. Und dieser Brand, von dem die da reden, ist vielleicht nicht
war vielleicht kein Unfall. Vielleicht haben die Hackets was damit zu tun und vielleicht hat die Alte die verflucht. Okay, wir müssen die Spritze verstecken. Hallo? Hä? Ich hab das doch hier hinten. Jetzt. Okay, ich denke, wir haben alles, ne? Sagst du mir, was passiert ist? Warum sagen Sie es mir nicht? Was machst du hier noch? Ich bleib bei... danke für den Follow, Florian2003. Vielen Dank. Hi, willkommen zu dieser späten Stunde. Dankeschön. Du bist leider sehr nah am Ende des Streams, also ich werde dieses Kapitel noch zu Ende spielen, aber trotzdem, ich freue mich. Vielen Dank. Ich bleib bei Max. Ich trau dir trotzdem nicht. Mir egal. Ich will ihm nur helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Ich auch. Okay. Ich vermute mal, man hätte das auch falsch machen können und die Spritze in der Tasche behalten. Ich mache uns Kaffee. Jetzt macht er einen auf nett? Jetzt? Wirklich? Jetzt? Ich sag doch, Red Herring, ne? Der benimmt sich die ganze Zeit wie der hinterletzte Arsch. Was ist das? Egal, ich ramm dem... Sieh es dir an. Jetzt. Das Spiel verwirrt mich zunehmend. Was ist denn jetzt mit ihm? Warum ist er jetzt wieder normal? Okay, von mir aus. Egal. Ich ramme ihm die Spritze trotzdem in den Hals, das wollte ich sagen. Also, das Auge. War schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Tiermedizin. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts, nur weil man es weiß. Weißt du? Was? Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Geht das vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich. Meine Leute, wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere, verstehst du das? Nicht wirklich. Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Wir? Er ist auch ein Werwolf, oder was? Ja.
mit ihrer Familie? Was ist mit ihrer Familie? Meine Familie ist tief in einen Brunnen gefallen. Was? Fluch? Familie ist das Wichtigste auf der Welt. Ja? Nur wenn deine Familie, also jeder Einzelne beschließt, in einen Brunnen reinzuspringen und sie unten an einem Seil hängen. Wie soll einer alleine sie alle wieder da rausziehen? Wie denn? Wenn man am Seil zieht, reißt es einen nur selbst hinein, wo der Rest schon ist. Was soll das bringen? Also, sie stehen oben am Brunnen mit dem Seil und... Ja. Ist das nicht offensichtlich? Ja, okay, verstehe. Ach, vergiss es. Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Was ist das? Lies es einfach. Um was geht es denn? Lies es. Scheint voll der Mond hoch in der Nacht, so wird das Monster hervorgebracht. Die Opfer starr, vor Schreck ganz blass. Es jagt das Blut, doch scheut das Nass. Und fällst auch du dem Fluch anheim, nimm mit Silber des Ersten sein. Bei Vollmond noch vor Morgenrot schlag des Fluches Quelle tot. Der Fluch lässt dich alsbald allein, gar harmlos wird des Vollmonds Schein. Yep. Lies weiter. Wirst du gebissen, bleibt nicht viel Zeit. Trenn schnell das Glied von deinem Leib. Die Seele bleibt sodann verschont, bevor der Fluch dir innewohnt. Begreifst du es langsam? Wirklich hilfreich ist es nicht. Und ehrlich, es ist Müll. Warum muss ich das denn reimen? Weiß nicht. Das ist alles, was wir haben. Töte den Werwolf, der dich gebissen hat. Und zwar mit Silber. Und nur bei Vollmond. Klingt ja nicht so kompliziert. Sofern man ihn töten kann, das ist die Frage. Ich will nur Max heilen. Na dann, weißt du ja, was du machen musst. Ist komplizierter, als du glaubst. Warum haben sie es nicht umgebracht? Wenn sie all das wissen, warum haben sie das Ding im Sturmkeller dann nicht umgebracht? Es ist nicht, es ist... Kompliziert? Nein, scheint es doch. Ist... Sie sind nicht leicht zu treffen. Ich wollte euch beschützen. Was habe ich gesagt? Was habe ich vorhin gesagt? Das läuft auf so eine... Ich wollte euch doch nur beschützen. Damit, dass ich halt ein totaler Arsch war. Okay, also was ist jetzt ihr Plan, ha? Was ist der Plan? Hast du vielleicht eine Idee? Ich? Ja. Durch dein Studium. Das hat nicht mal gestartet. Tja, du bist meine beste Chance. Ich jag diesen weißen Wolf unter dem Vollmond so lange, dass ich nicht mehr weiß, ob es ihn gibt. Vielleicht ist das ja auch egal. Vielleicht geht es auch anders. Bei aller Glauberei. Wissenschaft gibt's auch. Und du kannst das. Gut. Denk einfach mal über alles nach. Ich komme morgen früh zurück. Ah ja. Im Bilde?
Ja, ich verstehe bloß nicht, warum er jetzt wieder normal ist. Weil, okay, weil kein Vollmond ist. Gut, verstehe. Doch. Aber... Ich würde ihm wohl kein einziges Wort glauben, wenn ich es nicht gesehen hätte. Tja, ich glaube ihm. Aber ich will ihn trotzdem umbringen. Ich glaube ihm. Sag mir bitte nicht, dass du ihm jetzt vertraust. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube ihm den Werwolf-Kram, nicht das mit der Wissenschaft. Ich weiß nicht, was er will. Der dreckige Lügner hat uns entführt, Laura. Wir dürfen dem Wichser nicht ein Wort glauben. Das Ding ist, Wissenschaft hat nichts mit übernatürlichen oder natürlichen Sachen zu tun. Bei Wissenschaft geht es nur um das... Wir verschwinden hier und biegen es selbst gerade. Genau. Bei Wissenschaft geht es nur darum, Dinge zu untersuchen. Ja. Beweise anzubringen. Dinge nicht einfach so zu glauben. Ich habe das mitgekriegt. Mit deinem Auge. Ja. Ist es schlimm? Ziemlich schlimm. Es tut mir leid. Das warst nicht du. Das warst nicht du. Ich weiß, das warst nicht du. Aber... irgendwie schon. Hey, wir helfen dir, Max. Bestimmt. Versprochen. Ich weiß, dass ihr hier seid. Die Betreuer, die nicht ankamen. Woher weißt du das? Bobby war das. Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Du hast dein Gewissen, Chris. Was sollte ich denn machen? Er war das. Das sage ich mal. Zu deinem Glück war es kein Silber. Und was jetzt? Du kannst ihn nicht hier behalten. Ich mach das schon. Hättest du schneller gehandelt, wären sie nicht im Camp gewesen. Schon mal daran gedacht? Hätte ich gehandelt, wärt ihr alle im Knast. Schon mal dran gedacht? Das waren Bobby und Caleb und du weißt den das. Den Wanderern und dann der verdammte Journalist. Hey, Travis, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist eigentlich mit wir schaffen das zusammen? Shit, Mann. Lass uns in mein Büro. Zu viele Ohren. Max! Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur. Hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Werwolf. Max. Chris Hackett. Hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Also, naja, wenn ich überleg, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgt er uns und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... War es offensichtlich? Ich habe nicht das Gefühl. Das ist die Heilung. So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Ja. Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe... Und töte Chris Hackett. Mit Silber, nicht vergessen.
braucht Hilfe! Aber ja, sein Auto war da. Laura, alles okay? Aber sie hat nicht drauf reagiert, deswegen wusste ich das nicht. Ich habe mir das Auto angeguckt, damals im Prolog. Aber sie hat nicht irgendwie gesagt, oh hey, das ist das Auto vom Camp, vom Campleiter. Was zur Hölle ist hier los? Laura! Gute Nacht. Miss. Ach ja. Moment, Weg gewählt? Was habe ich gewählt? Über dem Gesetz. Laura sagte dem Cop die Wahrheit über den Unfall. Laura versuchte nicht, Travis' Waffe an sich zu nehmen. Laura verpasste Travis während ihrer Flucht eine Spritze. Vielleicht hätte ich da schon irgendwie was. Na gut, ich weiß es jetzt nicht, was passiert wäre. Der weiße Wal. Hä, ja, okay. Also wir müssen einem weißen Werwolf. Finden. Wir hätten auf ihn schießen können. Fuck, ich hätte doch die Waffe nehmen sollen. Naja, gut. So habe ich jetzt aus Versehen die friedliche Variante genommen. Ist vielleicht auch für was gut. Bei Spielen sind die friedlichen Varianten meistens die erfolgversprechenderen. Vielleicht sollte ich Schauspiel als Hauptfach wählen. Das wäre ein bisschen drüber. Geht mal raus jetzt. Ja, wollte ich auch sagen. Und ich wette, der wird dann am Ende versuchen, uns die ganze Kacke anzuhängen. Weil wir am Ende seinen Bruder töten werden. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Und dafür brauchen wir dann die Beweise, damit wir dann ihn dran kriegen können für alles. Was ist los? Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Ja, wo denn? Es kommt von hinter dieser Tür. Sie taten uns das an, töte sie alle. Würde ich ja gerne. Aber hätte ich die Waffe nehmen müssen. Oh, now we're talking. Hier ist keiner drin. What the fuck? Wetten, dass er auch... dass Nick auch einer der Werwölfe war, die wir bisher schon gesehen haben. Die hat den garantiert irgendwie, sind die dann schon die ganze Zeit da gewesen. Da war er also auf der Jagd. Und dann haben die gesagt so, ja, hey, geh du mal ins Baumhaus, versteck dich mal da oben, da kannst du keinen Schaden anrichten, wenn du dich verwandelst. Hey, ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Ja? Erst wenn Chris tot ist. Nein, Max. Sind wir erst, wenn Chris Hackett tot ist. Und wie es scheint, bleibt uns nicht viel Zeit. Ich weiß, du hast recht. Lass uns nur kurz den Sieg feiern, hm? Wir feiern, wenn es vorbei ist. Wir fahren jetzt zu Hackett's Quarry und beenden es. Heute Nacht. Was die halt noch nicht so richtig ahnen, also zumindest kommunizieren sie es nicht, ist, dass die Hackets halt auch irgendwas mit diesem Brand bei dieser Freakshow zu tun hatten. Irgendwie ist das ganze Jahr noch losgegangen. Also
Und so kam ich hierher, zum Camp. Ließ Max auf der Insel, war der sicherste Ort für ihn, umgeben von Wasser und so. Nee, nicht Nick, wie komme ich denn jetzt auf Nick? Nick war der andere. Meine Max. Story. Ich sag doch, Max war der am Baumhaus. Schreit nicht alle durcheinander. Warte. Die Insel, also unsere Insel? Du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob, er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Oh, scheiße. Tja, ich bin immer ehrlich. Wenn sie dort waren, sind sie es nicht mehr. Was soll das jetzt heißen? Braucht ihr eine Skizze oder was? Ich komme gerade von dort und da ist ein Werwolf, sonst niemand. Oh, fuck. Ich weiß nur, ich habe keine andere Wahl. Ich muss Chris Hackett einfach töten. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... Was? Nein, du hast... Hä? Am Pool... Am Pool, das war doch die andere. Das war nicht Chris Hackett. Ja, geh mal wieder weg. Und das ist ja... Ist das jetzt Max? Das müsste jetzt Max sein, ne? Nachdem Emma vorhin weggerannt ist. Und rudern, 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 rudern. Bleib da. Bleib. Platz. Schön Sitz machen. Okay. Der tote Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee Hackett, Chris' Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Außer es hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet? Oh, nein, 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 nein. Bisswunde zeigen. Wollte er. Bin entkommen. Das muss aufhören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ich hasse sowas immer, weißt du? Gerade bei solchen Zombie-Apokalypse-Filmen, weißt du, immer der, der die Bisswunde hat. Oh. Wie ist denn
das jetzt? Oh. Die kennt man doch auch, ne? Riech ich nicht gut? Na los, beiß nur rein. Mach schon. So ein dummes Tier. Ist das nicht die, spielt die nicht in den City jetzt mit? Oh Gott, loslassen! Lassen Sie mich los! Hände weg von mir! Ich rufe die Polizei. Ja, bitte lassen Sie mich frei. Lassen Sie mich frei, okay? Ich wollte das alles überhaupt nicht, bitte! Bitte! Oh mein Gott, warum antworten Sie nicht? Wollen Sie Geld? Ist es das? Denn mein Vater hat Geld. So richtig viel. Ich meine nicht wirklich, aber er besorgt es. Ich meine nicht wirklich. Bitte, lassen Sie mich frei, bitte. Es tut mir leid. Bitte nicht! Warum müssen das alles immer die hinterletzten Arschlöcher sein, Mann? Hey! Hey! Hey, wo geht sie hin? Hey! Hey! Hör auf zu schreien, das bringt nichts mehr. Weiß ja doch hier wieder nicht, wer es ist, ne? Da werden wir wieder bei der Wahrsagerin. Neugierige kleine Ratte. Möchtest alles wissen, was dich nichts angeht. Doch glaub nicht alles, was du so hörst. Was soll's? Da sind wir wieder. Schauen wir, was du mir diesmal bringst, okay? Einen Wagen? Der Wagen. Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicherer fühlen. Wir hätten die Kontrolle und würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen. Mutig, mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht. Aber vielleicht sind sie dort gar nicht so sicher, wie wir annehmen. Und wie immer frage ich dich... Verlangt es dich vielleicht nach mehr? Ja, natürlich. Für was sammle ich denn den Kack hier? Okay, Dylan. Wir zwei werden uns heute Nacht noch öfter wiedersehen. Ich freue mich darauf, solange du den richtigen Weg einhältst. Ich gebe mein Bestes, Lady. Okay. Freunde, es ist aber jetzt schon ziemlich spät. Es ist fast eins und ich muss morgen wieder raus. Deswegen würde ich den Stream an dieser Stelle beenden. Ich lade das Ganze wie immer auf YouTube hoch, wenn ich dran denke. Ich habe noch nicht mal angefangen mit dem ersten Teil. Ich muss mal Zeit dafür finden. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen und also sowohl auf Twitch als auch auf YouTube und hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder rein. Ich glaube, ja, danke Florian, auch schönen Abend noch. Ich müsste nächste Woche Donnerstag lässt mein Dienstplan den nächsten Stream zu. Also bis dahin, ich sag auf Twitter auch nochmal Bescheid, also folgt mir gerne da. Bis dahin, haut rein.